Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal von eurer Lieblingsananas. Und ja, bevor ich jetzt zum eigentlichen Thema komme, wollte ich mich erstmal entschuldigen, weil ich letzte Woche kein Video rausgebracht habe. Es lag halt an der Schule. Ich musste jetzt sehr viel lernen eigentlich und habe wenig Zeit für Videos. Im Hintergrund müsste ein Black Ops 2 Gameplay laufen mit der LSAT auf der Map Hijacked. Glaube ich. Ich weiß es also nicht mehr genau. Weil das ist schon mein zweiter Versuch für diese Audioaufnahme, weil Audacity angeblich meint, ich hätte falsch abgespeichert. Naja, okay. Das Thema von diesem Video wird der Konsolenkrieg sein. Also halt, wie ich dazu stehe. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was dieser Konsolenkrieg ist, ne? Der Konsolenkrieg ist einfach zwischen so PC, Xbox und PlayStation-Spieler, die jeder meint, jede Gruppe meint halt, dass ihre Konsole die beste wären. So, ja, Xbox beste Konsole, die anderen PlayStation ist viel besser und die ganz nervigen halt die PC-Spieler. Ja, PC kann immer besser sein, bla bla. Wisst ihr, das ist einfach Kacke, okay? Auf jeden Fall, ich sehe es halt so. Games wurden produziert, um uns mehrere Stunden Spaß zu bringen. Ja, mit actionreichen Momenten, schönen Momenten, traurigen Momenten, lustigen und etc. Aber es gibt immer solche Leute, die meinen müssen, einen Krieg anzufangen. Das ist in Anführungszeichen, ne? Und das regt einen einfach nur auf. Ich meine, wir sind eine große Familie. Wir Gamer müssen doch zusammenhalten und nicht gegeneinander kämpfen. Das ist ja einfach mal richtig armselig. Also meiner Meinung nach ist das armselig, ne? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Clankrieg, was da war ich? Pff, Konsolenkrieg ist schon doof. Vor allem für die Jüngeren, die eigentlich, denen das egal ist. Zum Beispiel, ich hänge jetzt mit meinen Freunden ganze Zeit ab. Ganze Zeit. Die meisten meiner Freunde sind PlayStation-Spieler. Ich bin ein Xbox-Spieler. Trotzdem können wir uns ganz normal unterhalten. Wir machen ganz normale Sachen miteinander, wir streiten uns nicht. Und genau so sollte es bei jedem sein. Nicht nur bei mir, ja? Ich meine, dafür sind doch Games produziert worden. Wieso streitet man sich? Und das Traurige ist, es gab ja schon damals ein paar Vorfälle, wo man sich halt richtig gestritten hat. Also es ist nicht diese Kindergartenschlägerei, wo man sich nur leicht verletzt, sondern es kam richtig zu aggressiven Verhalten mehrerer Spieler gegeneinander. Ich meine jetzt nicht dieses Lobby-Gelaber-Ding, wo man sich gegenseitig beleidigt, weil im Internet hat man ja eben dickere Eier als normal. Und, Alter, das muss doch unbedingt jetzt nicht sein, oder? Wie findet ihr dieses Thema Konsolenkrieg? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, ich muss jetzt Freestyle halt versuchen. Und deswegen würde ich mal sagen, in die Kommentare, wie ihr die Meinung findet. Und ja, ich bin raus. Haut rein.